Ja, hi, willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute sind wir dran mit den fünf Fragen an. Der liebe Lars vom Projekt Strebergarten hat uns nominiert. Danke nochmal. Und die Aktion ist vom Max von der Gartenkanal. Die erste Frage wäre dann für uns. Wer seid ihr? Stellt euch mal kurz vor. Ja gut, dann fange ich mal an. Also, wer es noch nicht weiß, ich bin Willi, ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Berlin, habe ein Jahr in Österreich gelebt, in so einer Selbstversorgerprojekt, autarkes Projekt im Wald und habe über das Projekt, über Internet, wie es so ist, die Miri kennengelernt und jetzt wohne ich jetzt schon seit knappen 5 Jahren, 5 Jahren ungefähr. Hier in der bayerischen Gegend oder fränkischen Gegend, darf man ja nicht vermischen, ne? Ja, und auch zurzeit eigentlich hauptsächlich damit zu tun, mit Miri und Moritz irgendwas zu machen oder halt dann, ne, arbeiten gehen ganz normal. Ja, arbeiten, was arbeite ich? In dem einen Video habe ich schon mal erzählt, ich bin halt zurzeit hier in einer Firma in Helmbrechts angestellt, die halt auch so ne, Gärten betreut und schön macht, Hecken schneidet, Bäume abschneidet, bla bla bla, sowas alles. Zusätzlich habe ich eine Selbstständigkeit angemeldet. Habe ich das ganze Jahr über ein paar Gärten oder bei ein paar Familien so Gewächshäuser bestückt, Hochbeet gebaut und Hochbeet bestückt. Also so, dass die sozusagen das Jahr über ohne viel Arbeit trotzdem Gemüse aus dem Garten ernten konnten. Das habe ich so gemacht. Und wie gesagt, haben wir jetzt das ganze Jahr über zum einen geplant, wie und ja, also wie der ein Gemeinschaftsgarten in Helmbrechts entstehen soll. Und wir haben geplant, wie Anfang nächstes Jahres unsere Solawi entstehen soll. Das haben wir jetzt alles so weit auf den Punkt, dass nächstes Jahr, also Gemeinschaftsgarten geht los Mitte des nächstes Jahr ungefähr. Müssen wir gucken, wann die Stadt uns auf das Grundstück lässt. Die Solawi ist schon angelaufen. Wir treffen uns demnächst mit den ersten Mitbauern, die dann da bei uns mitmachen wollen. Also alles ganz spannend zurzeit. Und meine Hobbys, ja, da ist vieles mit bei. Also bunt gemischt. Ich bin da ganz offen für alles und fange auch gerne neue Sachen an. Das merkt ihr vielleicht. Und probiere auch alles Mögliche immer gerne mal aus. Also von Klettern, Wandern, Fahrradfahren. Das würde ich alles immer wieder gerne machen. Das waren immer so kleine Momente im Leben, wo ich was gemacht habe, ganz exzessiv und gut gelernt habe dafür. Wie zum Beispiel Feuerpoi, also so Feuerjonglierzeug. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Aber dann suche ich immer was Neues und denke auch gerne an die Sachen. Also, wenn jemand irgendwas interessiert, dann kann der gerne sagen, ich versuche da mal ein Video über dieses Thema Hobby zu machen. Jonglierkunst oder keine Ahnung. Also, Pilze sammeln machen wir eh schon Videos. Ja, Holzbearbeitung ist so ein großes Projekt, was ich noch vertiefen möchte, was ich bisher nur oberflächlich angekratzt habe. Aber das kommt auch alles noch. Ja, jetzt habe ich, wer ich bin, Arbeit, Hobbys. Gut, dann kommt die Miri dran. Ja, ich bin die Miriam, 29 Jahre, komme ursprünglich aus Bayreuth und seit 2 Jahren leben wir jetzt hier im schönen Helmbrechts. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich gärtner gern, bin natürlich auch gern im Garten und verbringe da meine Zeit mit dem Willi und mit dem Moritz. Wir wandern gern, fahren gern Fahrrad, machen alles, was man in der Natur so machen kann, Pilze sammeln, die Natur erkunden und ansonsten für mich persönlich mache ich leidenschaftlich gern Yoga. Also wenn der Moritz schläft, ist das eigentlich so immer die Zeit, die für mich reserviert ist. Da kann ich mich ein bisschen entspannen, da kann ich runterkommen, da kann ich was für mich tun. Ich interessiere mich auch gern, also sehr für gesunde Ernährung, einen gesunden Lebensstil, schaue mir da gern Interviews an, lese mir gern Sachen durch und ja, lerne da auch gern Neues dazu. Ja, ansonsten bleibt gar nicht so viel Zeit mit dem Moritz. Ich bin Vollzeitmutter, bin in Elternzeit und werde mich jetzt auch die nächsten 1, 2 Jahre auf jeden Fall noch um den Moritz kümmern.
Und ja, da bleibt oftmals gar nicht so viel Zeit, noch irgendwas anderes zu machen. Und dann kommen wir auch jetzt zur Frage 2. Wie sind wir zum Gärtnern gekommen und was ist unsere Motivation? Ich würde sagen, wir fangen mit der Motivation an, weil das ist ja der ausschlaggebende Punkt. Wenn man in die Welt rausschaut, sieht man natürlich, dass da alles voll ist mit. Der Moritz rennt hier gerade rum. Nein, dass die ganze Welt voll ist mit, ja, mit Rieseneckern und überall wird was angebaut und abgerissen und wieder aufgebaut und wieder was ja, geerntet und hin und her. Und die Böden, die gehen natürlich dabei. Die werden ausgelaucht und gehen dabei kaputt und ja, und sterben und also stehen vorm Burnout total, ja. Also Insekten sterben und. Die Liste ist lang. Auch Artenvielfalt, das Gemüse, was überhaupt da auf die Äcker kommt und so weiter, ist auch total geschrumpft. Und auch die Artenvielfalt, die man als Privatkunde in die Hand bekommt oder in die Finger bekommen kann, ist auch sehr gering. Da muss man dann auch wieder fast schon illegale Wege gehen, um bestimmte Sorten oder sowas zu bekommen. Gerade viele alte Sorten oder ne, kräftige, gesunde Sorten, die ja, fast schon den Boden wieder gesünder machen könnten und dem Ganzen auch ne, Halt geben könnten. Die werden sozusagen ja, ausgelistet, dürfen nicht verkauft werden, weil sie nicht schön genug sind, ertragreich genug oder weiß der Geier. Da wir natürlich auch immer versuchen, möglichst gesund zu leben, auch in Sachen Ernährung, hat man sich natürlich auch angefangen zu informieren. Ja, der Nährstoffgehalt ist halt in den letzten Jahren im Boden total gesunken. Ja? Und man kann diese Sachen, die man meist im Internet findet, von wegen eine Karotte hat so und so viel Eisen und bla 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 Inhalt, ja, kann man gar nicht so ernst nehmen, weil viele Sachen, die kommen ja gar nicht mehr aus dem Boden, wo es Eisen oder sonst, also sowas in den Mengen gibt, dass die Pflanze es so aufnehmen können. Die mit Pflanzen heutzutage kriegen gerade so das, dass sie relativ schnell wachsen, ja, und auch so, dass sie halt schnell wachsen, aber nicht unbedingt gesund und nährstoffreich sind, ne? Naja. Und das hat uns halt dazu gebracht, dass wir so viel wie möglich, auch die ganzen Pestizide und so was, alles, was man da ja, zusätzlich isst, ja, auch wenn es Bio ist oder sowas, was reingeschwemmt wird durch Regen oder sowas, weil ne, man kann sich nicht davor schützen. Es ist überall, das hat jeder Mensch mittlerweile im Körper. Glyphosat ist überall, ja. Also daher haben wir natürlich gesagt, wollen wir es so minimieren wie möglich oder die Gefahrenquelle und auch versuchen, den Nährstoffgehalt im Gemüse an sich auch wieder nach oben zu schrauben, sodass wir das Maximum erreichen könnten. Und da haben wir gesagt, machen wir unseren eigenen Garten und ja, bauen das Gemüse selber an und versuchen auch alte Kulturen wieder zu bekommen. Ja, das ist ja immer die Frage, wo kriegt man sowas her? Da muss man in irgendwelche Saatgutbörsen gehen oder sonst da wo. Ja, also die Liste ist lang und schwer, aber man kriegt schon Sachen hin. Wir haben noch nicht ganz so viele alte Sorten dabei, aber wir wollen auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr dafür tun, alte Sorten zu behalten und auch Fläche den Insekten zurückzugeben. Also, es gibt viele Modelle, ganz verschiedene Namen von verschiedensten Leuten, die da irgendwelche Bücher rausgebracht haben, aber im Grunde genommen ist es doch alles klar. Gibt der Natur ihren Raum, dann wird den Raum, den du als Mensch nutzt, der Raum, den du als Mensch nutzt, natürlich umso gehaltvoller und schöner. Und das ist mein oder unsere Philosophie. Man sieht es im Garten, wir haben viele im Sommer viele Flächen, die nicht gemäht werden und. Ja. Die nächste Frage: Wie kamt ihr zu YouTube? Ja, also angefangen hat es eigentlich so, dass der Willi vor Jahren schon mal so einen kleinen YouTube-Kanal hatte, wo er Hundevideos hochgeladen hat und Videos über sein Feuer jonglieren und war dann quasi da schon so ein bisschen drin, hat viel YouTube geschaut und kannte sich natürlich auch schon mit den Bearbeiten von Videos aus und ich finde auch, er hat immer so ein gewisses Auge, ja, für ein gutes Bild und so, das ist bei mir jetzt nicht unbedingt so ausgeprägt. Und da hat er immer mir erzählt. Und ja, 2016 war es dann so, dass wir eine schwere Zeit hinter uns hatten, einen Schicksalsschlag und wir halt einfach als Paar auch, sagen wir mal, ein Hobby gesucht haben und gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwas zusammen machen, irgendwas, was uns Spaß macht, irgendwas, wo wir auch zusammen in die Natur gehen.
Und da haben wir ganz viele YouTube-Videos von Kai Sagmann, Benjamin Klausner, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, angeschaut. Da geht es mehr so um Bushcraft, Survival und im Wald unterwegs sein, sich auch mal im Wald was zu essen zubereiten. Und das fand man so cool, weil wir dann gesagt haben, dann kommen wir ein bisschen raus und finden ein bisschen mehr Lebensfreude wieder und ja, haben was zu tun zusammen. Und eigentlich hat es ja dann eher angefangen, dass wir YouTube gemacht haben mit unserem alten Kanal, der hieß Die Waldhüter. Da haben wir halt auch so Wandertouren gefilmt und so Bushcraft. Wir haben auch Essen im Wald gekocht und lauter solche Sachen. Waren natürlich auch Videos mit Rezepten und Sachen über Nachhaltigkeit und so weiter. Ja, genau, das war quasi unser erster YouTube-Kanal. Und als wir dann hierher gezogen sind und den Garten hatten und alles, hatten wir irgendwie den Eindruck, dass das nicht alles so jetzt zu den einen Kanal passt, die Waldhüter. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir einen neuen Kanal aufmachen, wo dann alles drin kommen wird, vielleicht auch mal wieder wandern. Und ja, so haben wir eigentlich dann den YouTube-Kanal zum Gärtnern gestartet und haben dann auch gleich die ersten Videos bei uns hier im Garten gedreht, wie wir das erste Beet angelegt haben, wie wir einen Kompost gebaut haben und so weiter und so fort. Und das war eigentlich schon die ganze Geschichte dahinter, wie wir zu YouTube gekommen sind. Ja, dann kommen wir zu Frage 4. Die machen wir jetzt wieder zusammen, weil es schnell geht. Was würdet ihr anbauen, wenn es in Deutschland wachsen würde? Also ich würde auf jeden Fall in meinem Garten mehrere Dattelpalmen haben, sodass ich mich das ganze Jahr über mit leckeren, süßen Datteln ja, selbst versorgen kann. Natürlich gibt es auch noch Sachen wie Mango, Kokosnuss, so tropische Sachen, die ich natürlich auch gern hier hätte, aber mein Favorit ist auf jeden Fall die Dattel. Und was ist es bei dir? Ja, ganz klar, ganz weit oben ist auch die Dattel. Und dann kommt natürlich Hanf, Cannabis, wie man es auch immer betiteln möchte, weil es sind so unglaublich viele Nutzungsweisen da drin oder Möglichkeiten da drin. Und ja, die halten sie uns alle vor und wir dürfen es nicht nutzen, beziehungsweise darf man es schon nutzen, aber man ist streng reglementiert und keine Ahnung. Also ja, das wäre so mein Ding. Und was wann man da. Eine Sache, wir hatten natürlich die ganzen exotischen Früchte, ist klar. Dattelpalme ist ganz, ganz oben. Ganz oben. Ja, das Hanfzeug. Und was war denn noch? Da war doch noch irgendwas. Ja, so eine schöne Banane oder was? So eine Bananenpalme hier mit der Dattelpalme zusammen, das wäre doch Das wäre was. schon geil, sich das, die Früchte direkt vom Baum zu holen und gleich zu essen. Ja, das wäre tatsächlich unser Traum. Naja, mal sehen, vielleicht kommen wir noch irgendwann in ein tropisches Land. Oder eine Orangerie, so Riesenteil. Gut, ich denke, da gibt es einige Sachen, die wir gerne im Garten hätten. Ja, aber leider wachsen sie ja nicht hier. Dann kommen wir zu Frage 5. Was wolltet ihr euren Zuschauern schon immer mal sagen? Ja, schon immer mal sagen. Ich meine, wir haben oft Danke gesagt und wir finden es einfach cool, dass Leute sich dafür interessieren, was wir so machen, ne? Ist klar. Und auch willkommen an alle, die uns noch nicht kennen und ganz frisch auf dem Kanal sind. Ihr müsst wissen, wir haben einen kleinen Jungen und wollen dem viel beibringen in seinem Leben. Und der ist nur so klein, da wollen wir ihm viel zeigen, haben daher wenig Zeit zum Video machen. Darum ist das jetzt ziemlich nebenbei. Moritz malt hier unten und rennt immer mal rum. Dann ist der eine am Schauen und so was alles. Also Piano, Piano, wir machen immer Videos, sobald wir Lust drauf haben. So wollen wir das auch beibehalten, dass wir das nicht irgendwie. Zeitdruck oder Genau, irgendwas. Zeitdruck. So einmal die Woche versucht man es mit manchmal ist Monate nichts, ne? Aber so ist es halt, ne? So habt ihr wenigstens die Freude, wenn was kommt. Ja, ansonsten, bevor wir es vergessen, machen wir jetzt die Nominierung. Wir nominieren die beiden von Heuschreckenabenteuer. Ich meine, das ist zwar kein reiner Gartenkanal, aber die machen auch Gartenvideos und wenden auch die Permakultur an und machen so Upcycling. Wir schauen auf jeden Fall gerne Ihre Videos. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. An zweiter Stelle nominieren wir den Projekt Waldgarten. Wir wissen jetzt gar nicht, ob er schon nominiert wurde. Wir haben da nicht mehr so ganz den Überblick. Und als drittes nominieren wir Bin im Garten. Ah ja, genau. Ja, fühlt euch frei, macht mit, macht nicht mit. Wir würden uns freuen, von euch auf jeden Fall so ein paar Antworten, also ne, ein paar Antworten mal zu bekommen. Also, ja, und den Rest, macht's gut. Schön, dass ihr da Locker. seid. Genau, bleibt locker.
Und ciao. Einfach. Tschüss. Ciao.